Buongiorno, meine kleinen Macaronis. Willkommen zurück bei Let's Play Together Mario Kart Double Dash mit dem guten alten Don und dem fliegenden Holländer. Hallihallo, ihr Macaronis. Wir haben im letzten Part 100 CCM den Blumencup abgeschlossen und natürlich bravourös gemeistert. Und jetzt geht's weiter mit dem Sterncup und wir suchen uns erstmal unsere nächsten Fahrerlein aus. Und ich habe keine Ahnung, wen ich nehmen soll. Ich auch nicht und deswegen mache ich jetzt einfach mal Zufall. Gut, dass Zufall funktioniert. Ich drücke, wie ihr hört, aber es funktioniert nicht. Ich glaube, es funktioniert nur, wenn ich das mache. Kann das sein? Yo. Ah, für beide dann, okay. Okay, da habe ich mein Team. Ach komm, was soll's. Ist egal. Dann geht's ja mit dem Sternkopf weiter. Richtig, mit dem Sobeland. Das ist die Pilz City, Yoshis Piste und das Bergland. Mit dem grimmigen Vulkan. Ah, die Frostos, sie warten schon uns einzufrieren. Ja. Und die Shy Guys. Die sind cool. Ich mag Shy Guys, habe ich das schon mal erwähnt? Bestimmt. Nein, aber Shy Guys sind wirklich cool. Das Beste, was uns Super Mario Bros. 2 gebracht hat. Oh ja, Mann. Nichts geht über die Shy Guys. Richtig. Und meinen unterirdischen Skill. Hey, du Sound! Ah! Direkt mal einen Pilz in den Auspuff schmeißen und dann hier losdüsen. Ja, und andere machen das mit Nitro und so ein Scheiß. Du musst nur Pilze in deinen Tank schmeißen, dann flutscht das wie Hölle. Erstmal wieder auf die Steuerung klarkommen, weil wir haben ja schon eine längere Zeit wieder nicht gezockt. Längere Zeit ist gut, ey. Ich zock die ganze Zeit andere Sachen und ich... Boah, wir hätten, glaube ich, eine... Wären wir Profi, gell, so wirklich hier, so richtige Profi-Let's Player, hätten wir einfach mal so ein, zwei Spiele zur Probe gezockt, aber komm, Naturtalente schaffen das ohne sowas. Ja klar, konnten ja auch längere Zeit nicht zocken, weil Luigi's Mansion 2 dazwischen gekommen ist. Oh ja, Mann, das Spiel bockt einfach. Ja, das ist richtig gut. Direkt falsch gedriftet und in den Shy Guy, schön. Ja, der wollte mich auch rammen, aber ich bin gekonnt ausgewichen, wie so ein Hasenfuß. Ja, ich bin gekonnt reingefahren. Kann auch nicht jeder, ne? Ja. Oh, komm schon. Oh, Wario. Gerade passend. Wario, wo du ja wahrscheinlich nicht zu dem Zeitpunkt, wo das Video hochkommt, aber jetzt Wario World hochlädst. Ja. Was auch richtig geil ist, das Spiel. Also Leute, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann zieht euch Wario World rein vom Don, weil das ist echt geil. Es macht auch riesen Spaß, ey. Und das ist ja auch gut. Wann kam es raus? Ich glaube 2005, ne? Ja, müsste eigentlich. Es ist fast 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und das macht einfach Laune. Ja. Aber das für hier Mario Kart Double Dash, was wir gerade so schön suchten, kommt deutlich nach Wario World raus, weil es kommt ja noch ein anderes Let's Play. Es lief ja noch vor diesem Let's Play Mario Kart 64. Oh ja. Und das kommt ja auch erst nach Wario World raus irgendwann. Ich weiß nicht wann genau. Macht jetzt alles keinen Sinn, weil es schon raus ist und Wario World schon lange abgeschlossen, aber was soll's. Ja, aber Wario-Spiele sind generell immer gut, also ja, jetzt auch weil diese immer... Mario Land-Teile. Ach, es war schon in der letzten Runde. Oh krass, und ich falle um wie so ein Depp, ey. Auch die WarioWare Smooth Moves da hier. Geil, ja. Die Spiele, die sind echt lustig. Die WarioWare-Spiele sind immer richtig geil. Und jetzt kommt ja auch endlich mal ein neues raus, nämlich Game End Wario. Mm. Da freue ich mich auch drauf, das hole ich mir auch. Letztens noch einige interessante Screenshots waren gesehen. Cool. Ich das noch sieht nicht. Lustig aus. Habe ich wahrscheinlich in der Inson nicht mehr mir gemerkt oder. Ah, nee, habe ich im Internet gesehen. Ach so, im Internet. Genau. Ja. Toll, ein Punkt, was soll ich damit, ey? Du könntest diesen einen Punkt nehmen, ihn in der Erde verbuddeln, täglich gießen und vielleicht kommen dann drei Punkte daraus. Ja, das ist egal. Aber WarioWare müssten wir auch mal so ein Special Part oder so aufnehmen. Ja. Das wäre schon geil. So ein kleines Let's Show WarioWare. Wario Word. Komm, WarioWare. Klingt auch alles ähnlich, ne? Genau.
Ja, ich bin heute ein bisschen verpeilt, ich bin ein bisschen verschnuppert. Nicht wundern, wenn ich ein bisschen mehr undurchsichtigen Bullshit laber als sonst. Ah, kein Wunder, bei dem blöden Wetter ist. Die Sonne scheint, aber ist trotzdem kalt und windig wie Hunde. Ja. Was habe ich? Ich habe Schnupfen. Ja. Ich habe immer Schnupfen, wenn ich krank bin. Grundsätzlich. Es gibt so schöne Krankheiten wie Husten, Brechdurchfall. Tolle Scheiß Krankheit. Wie. Mann, hallo, scheiß Bananen, ey. Und ich habe Schnupfen. Weißt du, was die geilste Krankheit ist? Faules Fieber. Faules Fieber ist einfach das Beste. Was sind denn die Symptome? Die Symptome ist, man bleibt bis mittags im Bett liegen und bewegt sich nicht, außer vielleicht zum Kühlschrank oder auf Toilette. Oh, dann bin ich, glaube ich, dauerkrank. Scheiße, gibt es eine Medizin gegen? Ja, zocken. Oh, dann mache ich ja gerade genau das Richtige, das ist schön. Das lenkt einen schön ab und dann kann man den Tag sinnvoll investieren in viele Zockerstunden. Das ist schön. Wird denn davon das faule Fieber auch richtig ausgemerzt? Ja, eigentlich wird es verstärkt. Oh, man will ja auch weiter zocken. Also sind wir chronisch Kranke. Ja, das sowieso, wir sind ja zurückgeblieben. Oh ja, und sowas von zurück. Wir sind so zurückgeblieben, der Pluto ist noch relativ nah an der Erde, so weit zurückgeblieben. Der arme Pluto wird ja diskriminiert, der ist ja jetzt kein Planet. Ja, das ist ja bloß so ein Dreckklumpen, was. Obwohl, für mich bleibt da ein Planet. Na, als ich klein war, war er auch noch ein Planet, also. Ja, sicher, und ein Hund. Ja, richtig. Alter, ich wollte gerade meine Panzer wegwerfen. Pluto ist einer der coolsten Hunde überhaupt. Mann, ich will nicht so klein und pissig sein. Aha, danke. It's a Mario-Time. Wow, bam, direkt den Affen in die Fresse gezimmert. So muss das sein. Oh, scheiße, yeah. Mein Auge dreht. Was ich auch hasse, ist beim Schnupfen, wenn ich Schnupfen habe, also wenn ich krank bin, habe ich immer Schnupfen. Nein! Mir dreht immer das verdammte Auge und immer das rechte Auge. Ist zwar völlig uninteressant fürs Let's Play, aber es nervt einfach und mein Auge dreht. Meinst du dein Glasauge? Eigentlich ist das linke Auge mein Glasauge, weil ich mit dem linken noch weniger Sehstärke habe als mit dem rechten. Ich verwechsel das immer. Ich weiß nicht mehr, welches Auge dir Moby Dick geklaut hat. Aha, ey. Wie heißt überhaupt nochmal der Captain von Moby Dick? Ich komm grad nicht drauf. Captain Ahab? Ja, richtig. Ich komme da nur drauf, weil endlich bin ich im Ziel. Jetzt kann ich mir die Träne wegwischen. Weil ich bei South Park einmal irgendwas war da Chefkoch rumgemeckert. Und dann meinte Carmen, okay. Aha, Captain Ahab muss also wieder seinen weißen Wal erlegen. Was überhaupt keinen Zusammenhang hatte. Okay, ja, jetzt weiß ich wenigstens, wie der heißt. Und nur so konnte ich mir den Namen von Captain Iglo merken. Ja! Ja! Ich bin Zweiter geworden, das sah so scheiße knapp aus. Geil. Ha, Hammer. Welcome back. Was mir heute auch aufgefallen ist, also ich stand an der Kasse und auf der linken Seite waren Zeitschriften und da war da das lustige Taschenbuch. Oh, das kenne ich noch von früher. Das war richtig geil und da war Phantomias drauf. Das kennt man ja, wenn Donald Duck da dieser Superheld ist, ne? Ja. Und dadurch bin ich auf Darkwing Duck gekommen und durch Darkwing Duck bin ich auf diese Roboterente gekommen, die auf einem Rad fährt und ich weiß nicht, wie die heißt. Die Krachbummente. Ja, die Krachbummente. Oder Dingsbums Duck. Ja, ich habe den ganzen Tag drüber nachgedacht. Ich dachte, wenn ich dich sehe, muss ich dich unbedingt fragen. Alter, mit sowas kannst du mich immer fragen, was Entenhausen angeht. Das ist einfach göttlich. Ja. Oh, okay. Ich glaube, bei DuckTales ist der Krachbummente und bei Darkwing Duck Dingsbums Duck. Ja. Beide Namen sind geil. Ja. Und bei Darkwing Duck kam er nachträglich, also das kam er quasi nach DuckTales raus, ja, chronologisch. Habe ich auch ein paar sehr geile Bilder von auf dem Rechner, wo der richtig geil gezeichnet ist, also so. Dingsbums Duck. Okay. Wirklich übelst geil gezeichnet, so richtig mit Schattierung, richtig cool halt. Musst du mir mal zeigen. Gerne. Ah, der ist auch cool, der auch ja, so Mann. Wie er so drauf ist, so voll verschickt, ey. Ja, so wie wir. Ja. Warte, du machst! Nein, ich will nicht mehr fest. Oh yeah! Alter, war das knapp, ey. Ja. Die Pflanze, kein Wunder, dass sie so blind ist ohne Augen, ey. Ja.
ausgemagert, wenn sie nie ihr Essen trifft. Ja. Mann, warum sind die Endbosse und die Affen vor mir? Was soll der Scheiß? Ich weiß es auch nicht. Erstmal ein Panzer nach vorne. Voll auf die Affen. Ja! Ah, ist das geil. Und die Piste hier ist sowieso cool, dass sie wie Yoshi aussieht. Oh ja, Mann. Einfach herrlich. Und jetzt können wir deine Macaronis ja auch mit neuen Yoshi-Infos beglücken, weil Yoshi's Island kommt ja jetzt auch für den 3DS raus. Oh ja, Mann, das wird jetzt richtig geil. Yoshi's Island für Super Nintendo war Weltklasse. Oh das ja. Das Spiel war so geil gemacht, die Optik, Hammer. Und auch die Steuerung war richtig gut. Ja, richtig. Für DS das Yoshi Island, DS das war... Es war gut, aber es ist meilenweit hinter dem Vorgänger geblieben. Es hat Spaß gemacht, aber es... Oh, Entschuldigung. Macht nichts. Ja, das ist der hier nervöse Daumen, der drückt direkt drauf. Autsch! Wie ein Zäpfchen, ey. Ich muss aber sagen, jetzt wo wir gerade über Yoshi reden, da fällt mir ein, ich muss immer noch das erste Yoshi's Island auf dem 3DS weiterzocken. Das habe ich da als Gratis-Download bekommen vom Botschafterprogramm. Ich habe es ungefähr bis zur Hälfte gezockt und immer noch nicht weiter. Aber jetzt aber Zeit. Ja. Aber erstmal noch Luigi's Mansion weiterzocken. Ich will da noch mal ein bisschen was absuchen und so. Ja. Gucken, ob ich vielleicht überall 3-Sterne-Rang mache, aber da bin ich mir gerade noch unschlüssig. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich meine, ich muss nicht unbedingt das. Es reicht schon, wenn ich bei Mario Kart immer 3-Sterne-Rang reinhaue. Weil da kann man wenigstens online noch angeben. Guck mal, ich hab 3-Sterne-Rang, du hast nichts, du bist ein Noob und ich bin erst 5 und hab's schon 3-mal durch. Ja, da lohnt sich das auch. Gerade auch, wenn man online bei Mario Kart 7 geht und man sieht da die Jobs mit ihren 3-Sterne-Rängen und so, dann weiß man, ah, Konkurrenz. Ja. Damit ihren 20.000, 30.000 Punkten, dann kommst du mit ein paar tausend Punkten an und ziehst sie ab wie nichts, du lederst sie richtig aus dem Leben. Aber um nochmal auf Yoshi zurückzukommen, Yoshi ist ein DS, ist ja ganz gut gemacht, aber vom Feeling her kommt es halt nicht an den ersten ran. Was beim ersten auch geil war, war die Bossmucke vom finalen Kampf gegen Baby Bowser. Ja. Die Musik ist so schweinegeil. Alter, übelst. Und ich hoffe mal, dass die für den 3DS das Yoshi Island auch so geil hinkriegen wie das allererste. Ja, wieder kurz zu den Affen rein. ich weiß noch damals, wie ich immer bei dir war, als wir noch kleine Pisser waren und du hast super auf dem Super Nintendo Yoshi's Island gespielt und wir uns bestimmt 100.000 Mal den Endkampf da reingezogen haben von dem ersten Yoshi's Island. Der ist aber auch spannend, der Kampf, besonders wenn es in die Endphase geht, wenn er immer auf dich zurennt. Ja. Alter, da habe ich als Kind immer Angst gehabt, dass er mich tötet. Ja, damals die Yoshi-Spiele, also hier Yoshi's Island und Yoshi's Story für den N64, die sind schon echt geil. Ja. Deswegen auch bin ich auch Story, gespannt, was für die Wii U rauskommt. Auch wenn Story nicht so beliebt ist, was ich nicht verstehen kann, es ist trotzdem ein geiles Spiel. Ja, das ist ein geiles Yoshi. Oh. Auch die ganzen Honigmelonen dann zu suchen in den Leveln. Ich habe das nur in zwei Welten geschafft. Einmal in der ersten Welt Nummer 2, das erste Level. Okay. Meine Fresse, hab das bald! Hallo! Und danach, ich glaube in Welt 3, wo man in diesen ganzen Bambushäusern rumrennt. Aber sonst habe ich es nirgendwo hingekriegt. Das war aber damals zu schwer als kleines Pisskind. Und jetzt als großes Pisskind müsste ich das, glaube ich, hinkriegen. Ja, vielleicht Let's Play ist das ja irgendwann mal. Weil mal gucken, ne? Das ist ja auch ein geiles Spiel. Ich finde auch gut, dass Yoshi's Island rauskommt und ein neues Yoshi für die Wii U. Also, ja, das ist ja auch mal wieder gepusht. Was von den Machern gemacht wurde, die auch Kirby und das magische Garn rausgehauen haben. Ja. Was zwar leider extrem leicht ist, aber trotzdem geil gemacht, auch von der Optik, das ist einfach klasse gemacht, ey. Das müssen wir auf jeden Fall noch Let's Play. Machen wir auch. Alleine, weil man das Spiel zu zweit... Also ich hab's ja schon mal gezockt, aber auch nur als Mitspieler, noch nie so richtig. Ja. Es lohnt sich. Also das machen wir als richtig vollwertiges LPT. Da freue ich mich drauf. Ich mich auch, weil dann spiele ich das endlich mal durch. Ich habe irgendwann nicht mal weitergespielt. Ist aber was anderes, nicht nur Raserei und Rempelei. Richtig, so haben wir dann mal so als putzige kleine von Oma gehäkelte Umrisse eines Helden, die von Oma gehäkelte Umrisse eines Feindes töten. Ja, aber bevor wir sowas
fluschige Spiel müssen wir auf jeden Fall erstmal Smash Bros. Melee zocken und uns ordentlich auf die Fresse geben. Da kann ich dann wieder mit Bowser rumskillen, ja. Weil bei Melee war Bowser richtig geil, aber ich habe das meiste mit Bowser fertig gemacht. Yoshi kam erst danach als mein Standardspieler. Mhm. Aber mit Bowser habe ich immer alles regelrecht vernichtet. Ja, bei oh nein! Und tschüss, Mann. Au! Ich hab noch den gepasst. Ah! Und ja, bei. Ja, erzähl. Ja, und bei Brawl haben sie Bowser richtig schlecht gemacht. Ja, ist wirklich so. Ich war richtig enttäuscht. Geht gar nicht. Oh. Also, und jetzt kannst du erzählen? Charakter, den ich. Weil ich hab gleich noch zwei Sachen zu Melee, die okay. Auch nicht jeder weiß. Aber erzähl erstmal du. Gut, also ich habe ja immer schon Kirby genommen. Auf dem N64, auf dem GameCube und auf der Wii auch. Weil an den habe ich mich damals gewöhnt und keine Ahnung, der ist dann so drin. Ich habe zwar noch andere Scheiße, tut mir leid. Charaktere, mit denen ich gut spielen kann, aber Kirby ist so mein Smash-Charakter. Ja, bei mir war es am Anfang Yoshi und Samus so ein bisschen. Ja. Dann war es Bowser und Yoshi und jetzt ist es nur noch Yoshi. Und so als Fun Beta Knight bei Brawl und Samus. Ja, aus Fun nehme ich hier so gern mal jeden und so, mal ein bisschen anspielen. Da gibt es auch ein paar, mit denen ich überhaupt nicht gern spiele, so wie... Pummeluff. Genau, Pummeluff oder Donkey Kong. Genau, er ist aber nur das Prügelopfer. Ja, wobei ich Donkey Kong noch besser finde als Diddy Kong auf der Wii. Weil ich weiß nicht, mit Diddy Kong kämpfen ist überhaupt nicht mein Fall. Es war eine nette Idee mit Diddy, aber es ist wirklich schlecht umgesetzt. Ja. Oh nein, ihr Scheine Topfbacken, Alter! Ihr alten Pilzkanacken, ey. Fluch ruhig ein bisschen weiter, kann ich mir nur die Nase putzen, ohne dass es auffällt. Ah, jetzt wo ich Toad und Toadette gerade sehe, das ist ja das erste Spiel, wo Toadette überhaupt aufgetaucht ist. Double Dash? Ja. Das ist ihr erster Auftritt. Bei Paper Mario 2 ist sie auch dabei. Oder kam Paper Mario 2 nach Double Dash? Das kam danach raus. Okay, dann ist es doch das erste Mal. Damit Toad eine Partnerin hat. Ja, richtig. Weil er sonst immer so einsam ist. So wie Waluigi einfach nur für Mario, sag ich mal, gecraftet wurde. Ja, dabei sollten sie auch mal für Waluigi ein geiles Spiel craften. Ja, aber können sie sich erstmal Zeit lassen. Die hauen jetzt so viele Spiele auf einmal raus, ey. Ja. Wo soll ich denn das ganze Geld hernehmen? Arbeit. Was ist das? Zocken, Arbeit. Das ist das, was ein Gamer macht, wenn er nicht zockt und schläft und frisst und stinkt. Ja. Da sieht man ja 2003, ganz am Anfang, als der GameCube rauskam, kam Double Dash raus. Ja, ich glaube, Paper Mario kam ein Jahr später, ne? Ja, irgendwie 2004, 2005. Stimmt.